Und dann ist jetzt Herrn Hofrat, Senatsrat, Professor Dr. Psota, Leiter der Lebensmittelanstalt, ehemaliger Leiter der Lebensmittelanstalt Wiens, auf die Bühne bitten. Sehr geehrter Herr Hofrat. Guten Abend. Eierlikör oder Frukade? Weder noch, Wasser. Ein bisschen Wasser. Bitte, danke. Aber ich glaube, das liegt daran, dass Sie Zucker haben. Ja. Na, aber ich nehme auch Wasser. Das ist weil ich werde auch bald Zucker haben. Das wird sich, zeichnet sich schon ab. Herr Hofrat, Sie haben ein Buch geschrieben über Essen wir uns zu Tode. Es ist also... Darf ich das vielleicht ganz kurz in die Kamera halten? Das ist im Buchhandel bei Überreiter erhältlich. Professor. So ausverkauft. Kein einziges mehr zu haben. Das ist das Letzte. Dürfte ich mal fotokopieren? Herr Hofrat, Sie haben schon vielleicht gehört, es ist das Interesse des Fresssüchtigen, möglichst gesunde Lebensmittel zu sich zu nehmen. Das hilft ihm aber auch nichts, wenn er zu ist. Ja, ja, natürlich. Warte, ich glaube, wir haben da... Nein. Sie müssen da aufpassen, dass das Mikrofon... Herr Hofrat, wenn ich zum Beispiel... Ich gehe wahnsinnig gern zu Etouche, hätte ich gesagt, zu McDonald's. Die haben den großen Chefsalat. Wenn ich den jeden Tag isst, 3 Jahre lang, habe ich da dann eine, wie soll man sagen, eine Bleivergiftung oder eine Schwermetallvergiftung? Nein. Weil die haben ja immer denselben Salat, ob Februar oder Oktober, es ist immer dasselbe Endivien-Salat, dieser knackige. Nein, sie kriegen sicher keine Bleivergiftung davon. Aber megerer werden sie auch nicht. Ja gut, aber Salat wäre ja gesund. Naja, schon. Für den, der einen macht. Na gut, aber sag mal, ich stelle mir das so vor. Die Firma McDonald's hat ja beschäftigt wahrscheinlich ein Glashaus und einen Gärtner. Ja. Und in dem Glashaus wächst seit 10 Jahren jedes Jahr 3 Tonnen Endivien-Salat. Und die haben da irgendwelche Chemikalien rein und da wächst der. Wahrscheinlich ist der gar nicht mehr in der Erde drin, vielleicht sogar schon in einem Wasserbett. Nein, nein. Kommen Sie in solche Gärtnereien und schauen Sie sich das an, ja, wir diese Schwermetalle da drin sind? Nicht. Solche Gärtnereien, die gibt es in Holland. Ah, die holen Sie den Salat aus, außerhalb von Österreich? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Es ist möglich, dass er Teil vom Ausland ist. Also wenn, dann aus Holland. Aber ich meine... Wie wird das überprüft, dass da drin nicht zu viel Schwermetalle sind? Es wären ungefähr 500 Proben von der Lebensmitteluntersuchungsanstalt Wien jährlich Gemüseproben untersucht. Nur bei McDonald's? Nein, überhaupt. Der McDonald's kauft sie ja auch am Markt. Aber es ist immer dasselbe Endivien-Salat. Nein, das können sie gar nicht erkennen. Ein Divian-Salat ist ein Divian-Salat, das muss ja nicht dasselbe sein. Okay, der gleiche. Der gleiche. Aber jetzt. Na, ich meine, haben Sie überhaupt das Recht des Zutrittes in Produktionsfirmen? Also, habe ich gehört. Ich nehme. Ja, Sie sind ja seit 1. Jänner 93 in Pension. Aber ich meine, jetzt Ihre Behörde hätten Sie überhaupt den Zutritt zu solchen Anstalten? Ich glaube, Sie dürfen ja nur in den Handel. Ist ja Sie nicht dürfen wahr. Ja nicht. Wir ziehen, also die Untersuchungsanstalt zieht mit dem Marktamt zusammen in Simmering, in den Gärtnereien und im 22. Bezirk ungefähr 1000 Proben im Jahr. Selber am Acker. Mhm. Also aber, das stimmt nicht. Aber ich habe irgendwo einmal gehört, zum Beispiel in eine Dosenfabrik dürfen Sie nicht aber und zuschauen. Eine Dosenfabrik, wo so, Blechdosen... Nein, wo... wo diese Dosen angefüllt werden. Sind das nur in 2 verschiedenen Fabriken? Natürlich. Ja, aber ich meine, wenn das, also wo das eine... Na ja, bei der Inselsdorfer, natürlich dürfen wir da eine. Da dürfen sie eine? Überall.
Sie dürfen überall eine. Feuerwehr. Sozusagen wie ein Kriminalinspektor, da zahlen Sie Ihr Hundsmarken aus und sagen... Na sicher, wir haben es auch keine. Ja, und Sie zahlen das aus und sagen... Ja, wir haben es nicht mit. Ja, ja. Und Sie dürfen alles nehmen, weil es nämlich so, ich zum Beispiel habe noch nie in meinem Leben einen Lebensmittelkontrolleur bei der Arbeit ertappt. Aber ich sehe ununterbrochen irgendwelche Verkehrskontrolleure. Nein, nicht so viel. Nein, aber die sicher... dein Baden. Also ich fahre oft ganze Wochen und Monate nicht mit dem Auto, ja. Aber sehe ununterbrochen Autokontrolleure. Aber ich is jeden Tag jede Menge und sehe nie einen einzigen... An und für sich wären 150.000 Proben im Jahr ungefähr natürlich gezogen. Vom Marktamt. Ah ja, dann gehe ich ja noch chinesisch essen. Na, das tue ich nicht. Aber ich. Also, gut, ich muss dazu sagen, ich bewohne ein Haus in Gumpendorf, wo ein China-Restaurant drinnen ist, sodass ich hinten arbeite. Gehen Sie in die Kuchel? Nein, ich gehe in Speisesaal. Ja, aber Sie gehen, das haben ja Sie vorher kontrolliert, haben Sie gesagt. Nein. Das ist ja in Ordnung. So alle ist ganz gar nicht möglich. China-Restaurants. Und bei den Chinesen haben wir leider sehr, sehr viele Beanstellungen. Aha. Und die komischesten. Mir bereitet es ein großes Vergnügen, chinesisch essen zu gehen. Ja. Also, obwohl ich auch schon gehört habe, dass es Dingfälle gibt, also alles Mögliche. Aber jetzt die eigentliche Frage ist, wann ich die knusprige Ente bestelle, da sind so weiße Flankerln drüber gestrahlt. Was ist das? So ein bisschen ein leichter Schnee wie Staubzucker. Na, Zucker so kann es nicht sein, das nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen, ich gehe nicht chinesisch essen, habe ich noch nie gesehen. Es sei denn, ist das Durm? Nein, das schmeckt hervorragend und ich bestelle noch eine zweite Portion. Sind das diese Geschmacksverstärker? Das sieht man nicht. Ja, aber wenn man sie draufstrahlen würde, würde man sie sehen. So grob kann man es gar nicht draufstrahlen. Das geht nicht, es kann nicht ein Geschmacksverstärker sein. Ja, aber ich meine, sag mal, wenn der in dem Kübel ist, wo sie das kaufen, die Geschmacksverstärker, das muss man ja sehen, weil sonst kann man nicht hingreifen, dass er da ist. Also man muss was sehen. Ja, sicher, aber so viel kann man davon nicht nehmen, ja, dass man sieht. Ja, aber offensichtlich doch, weil ich immer noch eine zweite Portion bestelle. Das ist aber anders bedingt. Sie essen viel. Okay, also das lassen wir noch einmal offen. Aber die rein theoretische Frage ist, wäre es rechtlich überhaupt noch erlaubt, Geschmacksverstärker zu verwenden? Ja. Ah, das ist erlaubt. Das wäre erlaubt. Steht auf die Packungen sogar drauf, ne? Ja, aber gut, aber in meine Packung, also ich kriege ja die Hände. Sie kriegen es ja offen, ne? Ich kriege ja die Enten und verbaut. Ja, aber wenn Sie was verbockt kaufen, steht das drauf. Ah, das ist erlaubt? Ja. Und ich habe mir gedacht, ich habe mich ertappt. Nein. Ja, aber das wird ja, Staubzucker ist es nicht. Das schmeckt. Nein, das schmeckt so nur noch Magi, wenn ich das so. Na, das war dann ein Geschmacksverstärker, aber den können Sie nicht sehen. Ich sehe ihn aber. Nein, das ist was anderes. Ich lade Sie ein. Nein, ich gehe nicht so schnell. Nein, ich lade Sie nur ein zum Ausschauen. Na, her damit. Nein, ich komme morgen, ich meine, kann ich da anrufen, wie 144 gibt es so eine Nummer, wo ich sage, geh, hallo, da habe ich ein weißes Pulver oder so. Sie können die Untersuchungsanstalt anrufen. Eine letzte Frage vielleicht noch, ganz Essenz, ich gehe auch immer täglich Mittagessen, und zwar Abendessen gehe ich eher chinesisch, aber mittags gehe ich da zu so einem kleinen Café in Gumpendorf, und da ist das Fleisch immer wach. Also ich kann daheim kochen, was ich will, das ist immer hart. Und du, das ist Fleisch immer wahr. Ist das in Ordnung? Darf das sein? Das kann erstens einmal... Da gibt es ja so ein Mittel, wenn man das... Ja, ich weiß schon, was ich meine. Wie heißt das? Ein Zartmacher kann man verwenden. Aber das ist ja verboten, ne? Zum Draufstreuen in Wirtshaus, ja. Der Fleischhocker darf es aber? Nein. Wer darf? Aber Sie daheim. Ja. Aber das, dass daheim alle hart ist, das dürfte an der Kochort liegen. Ja. Und nicht an. Also Sie vermuten, das wird nicht dieser Zartmacher sein. Sondern da gibt es noch andere Tricks. Na, kochen muss man kennen. Ich glaube, das ist ein würdiges Schlusswort. Ich denke,
Und jetzt darf ich Sie ersuchen zu einem kleinen Dosenschießen zum Wochenausklang. Wir wollen hier, schauen Sie, dass wir da... Homo! Oh Gott! Entschuldige, Robin! Na, jetzt ist auch... Oh, danke vielmals. Na, Moment, Robin, das... kannst du das reparieren, glaubst du? Entschuldige vielmals. Oh. Entschuldige. Ja, aber ist noch was. Ach du, Moment. Ah, ja. Ah, das ist das Mikrofon. Das ist aber nicht von mir, das ist Ingers. Ah, das ist meins. Ah, ich rede jetzt pur, ungefiltert. Na, das geht ja ohne den auch. Ich stecke mir es da hinten rein. Herr Hofrat, darf ich Sie ersuchen, mit diesem Ball von dieser Linie weg, an der Spitze liegt Herr Leon Askin, gefolgt von Franz Muri. Aha. Wow! Ich glaube, wir haben euch jetzt einiges vermittelt. Jetzt.